Servus, meine lieben Freunde, zurück hier im Studierzimmer von Il Professore und wir machen direkt weiter. Ja, hat der Tiger hier ein bisschen Glück oder haben wir Glück gehabt mit dem Tiger? Ja, definitiv. War es seine eigene Schuld? Ja, er ist uns ewig lang nachgelaufen, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe gedacht, ich springe da hoch, bin weg und dann sehe ich, er kommt mir nachgesprungen. Wir haben ihn besiegt, er war abgelenkt, weil er halt nicht in seinem Territorium war, aber er hätte sie auch einfach da wegbleiben können. Gell? Also wir haben eigentlich nur den Schatz einsammeln wollen. Deshalb, da liegt jetzt noch der Wolfskadaver, den lassen wir auch. Ich versuche mich hier zurückzuhalten mit Dingen, die ich in der Gesellschaft wahrnehme, die ich gern sprechen will. Dafür habe ich andere Kanäle, wo ich das mache. Das hier soll ein reiner Gaming-Kanal sein. Wenn man Interesse hat, politische Meinung zu hören oder sonst was, können wir uns gern darüber unterhalten. Findet dann übrigens über die Politik aus Deutschland statt. Denn auch wenn ich den steirischen Dialekt habe und hier exorbitant auslebe, lebe ich in Deutschland und muss mich mit dem Kram, der hier passiert, leider auseinandersetzen. Wäre das in Österreich besser? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es manchmal hier schon sehr bekloppt, was abgeht. Ich denke, da wird er damit zustimmen. Gut, will ich jetzt aber wie gesagt nicht viel zu reden. Habe nur gerade wieder gedacht, wo ich angefangen habe hochzuladen auf YouTube. Da geht ja immer irgendwas auf, web.de oder sonst was. Die Nachrichten, die da liest, sind manchmal einfach zu bescheuert. Ja, ein Stichwort muss ich kurz loswerden. Ganz kurz. Pamela Reif soll transfeindliche Aussagen gemacht haben. Gut, wahrscheinlich gibt es immer irgendwo ein paar Schneeflöcker, die sich getriggert fühlen. Haben wir bei mir hier auch schon erlebt, wenn du ein bisschen Busen zeigst und ein bisschen was drüber redst, dass du fleischliche Erfahrungen stehst, sofort ist das Theater groß. Aber egal, machen wir hier weiter ohne diesen politischen Schmarrn und ohne, okay, nichts passiert, ohne diese seltsamen Ideologien und Dinge, die da durchgewurstelt werden sollen und in dich reingebracht. Aha, bin sehr gut. Das war ja mal richtig geil. Das war mal richtig geil. So, und damit werde ich belohnt, dass ich diese intelligente Einstellung habe, leben und leben lassen und verschiedenste Meinungen zu dulden und kann hier weitermachen. Ah ja, ist jetzt gut, komm, weg. Ach Gott, ist das dämlich. Komm, du Vieh. Weg, tot, weg, 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 weg. Und rausgewichen. Ich stecke in Schwierigkeiten, könntet ihr mir helfen? Ja, könnten wir schon. Oh, du steckst da bis erfüllen Schwierigkeiten. Okay, wir können dann Level Up machen. Kommen wir denn hier irgendwo jetzt zu am nächsten Bereich, wo wir sagen können, wir haben dann Progress gemacht. Naja, A, haben wir jetzt diese kleine Standhaftigkeitsrangsgeschichte mit der Flagge. Sehr gut, dadurch heilt sich auch die Hongying. Das ist gut. Endlich haben wir die erste. Wir haben aber noch zwei Hauptdinger. Und eigentlich möchte ich schon gern Progress machen. Ne? Also A, jetzt wieder aufs Gameplay konzentrieren, wie ich es versprochen habe. Und B, aber auch Progress machen, ohne dann wieder verschiedenste Sachen ablaufen zu müssen ein zweites Mal. Ne? Also hier war jetzt drin, genau, da ging es nur darüber, da kommt man nicht da lang laufen, da lang laufen. Seht ihr da irgendwo Standarte? Ja, das scheint der kleine aber nur zu sein. Das ist jetzt nicht das, was ich brauche. Ist zwar gut, aber brauche halt auch wieder eine richtige Standarte. Ist da ein Schatz? Habe ich das aus dem Augenwinkel richtig gesehen? Na, war nichts in der Art und Weise. Okay, weiter geht's. Da ist der kleine Vogel. Kommt da noch was anderes? Wenn wir jetzt mal kurz schauen hier. Und tschüss, weg und ausweichen, weil immer wieder so Explosionen von den Viechern kommen. Ja, super. Das zählt dann nicht. Das ist ja selten doof. Da könnte man ja eigentlich auch denken, okay, das wird es dann gewesen sein, aber nein. Du musst tatsächlich trotzdem noch kontern. Habe ich nicht gesehen, ist nicht passiert. Auf gut Deutsch draufgeschissen, meine lieben Freunde. Wir haben ja trotzdem überlebt. Da müssen wir irgendwie rein. Kommen wahrscheinlich von hier lang. Zack. Okay, ja, können wir mal so einen jetzt überraschen, bitte mal. Das wäre vielleicht auch mal ganz schön, vor allem wenn so viele sind. Oh mein Gott. Okay, oder einfach ran. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Okay, die ist stärker als gedacht, aber ich konnte sie, dann läuft alles gut. Hab sie doch anvisiert, was ist denn los? Komm, ran, 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 zack. Ran, 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 ran. Zack, wieder gekontert, aber auch geschlagen. Oh, oh, oh. Heilen, heilen, heilen. Sehr, sehr schön. Zack. Den Zauber und die da holen. Oh, das sind zwei, das brauche ich nicht. Oh, Mist. Hat nicht geklappt. Nein, komm ran, ran, renn. Oh mein Gott, renn. Heilen, heilen, heilen an dem Ding, komm. Oh mein Gott, jetzt muss ich mir heilen mit normalen. Oha, sie sind stärker, als ich erwartet hatte. Komm, heil dich doch. Oh, jetzt hauen die immer ab, das nervt. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Scheiße.
Scheiße! Was sind denn das jetzt so viel? Halt dich doch! Ich Gott, ist das dämlich jetzt, hey! Weil ich nicht konzentriert war. War mein Fehler. Hätte nicht so reinrennen dürfen. So, zack, hier ran. Was soll's. Den Level up mitnehmen. Manchmal ist Flucht die beste Möglichkeit. Zack, Stufenaufstieg. Wir bleiben bei Holz. Ist mir scheißegal. Wir haben richtig gut Erfahrung damit gemacht, dass das passt. Und wie gesagt, ich habe mich halt spezialisiert. Zufall, dass es das erste geworden ist, weil ich am Anfang halt gedacht habe, ja, komm, ein bisschen Lebensenergie. Kannst immer brauchen und da ist ein Shitishu. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Das lebe ich ja so. Das ist so wunderbar. Also, wie machen wir das jetzt am besten? Kommt, das erste Mal stellen wir uns hier so hin, dass wir ein richtig schönes Thumbnail hinkriegen. Mit dem kleinen Batzel daneben dran noch. Das finde ich schön. So ungefähr, hä? Ja, perfekt. Und dann werfen wir ihm was Schönes hin, was wir nicht brauchen können. Inventar. Heiliger Lotus. Heiliger Lotus ist eine seltsame... Nein. Heiliger Lotus ist eine seltene Blume, die man auf dem Tianshan findet. Hebt alle Statuseffekte und jeglichen Statuseffektaufbau auf. Erhöht auch für eine gewisse Zeit sämtliche Widerstände. Chinesische Medizin wird fast immer aus der Mischung mehrerer Kräuter hergestellt, aber schon ein Stängel dieser Lotusblumen hat für sich allein eine enorme Heilkraft. Da sie Kranke mit wenigen Nebenwirkungen heilen können, sind diese wertvollen Lotusblüten für das gemeine Volk verboten und nur dem Kaiser vorbehalten. Ja, das kennen wir, wo wir Politik schon angesprochen haben, gell? Es ist mehr eine Agenda geworden und eine eigene Ideologie, anstatt wirklich für ein Volk da zu sein. Total bescheuert. So, also, was können wir dir hinschmeißen, mein Freund? Na, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Ah, wollen wir mal was Besseres hinschmeißen? Kommst, das Ding werden wir wahrscheinlich nie führen, oder? Ja, komm, das kriegt der jetzt mal. Zack. Gucken, was er uns dann gibt. Komm, Shitishu. Futter dich voll. Oh, er ist so süß und so glücklich. Schaut ihn euch an. Gehen, wir erbeuten das mal. Eine Haarnadel, Stufe 3. Sehr geil, weil davon haben wir, glaube ich zumindest, nie genug. Was mir übrigens aufgefallen ist, die Gottbestien setze ich gar nicht ein. Ich habe immer gesagt, ihr sollt beim Tiger schauen, was wir da verschiedene Gottbestien jetzt neu in der Natur haben. Irgendwie nicht so ganz. Gell. Die Haarnadel und da ist der Gürtelhaken. Was war das hier? Verteidigung plus 1. Und hier A. Also das ist eigentlich das Bessere. Das heißt, wenn ihr was austauscht, dann erst einmal das hier. Da habe ich richtig viel gefunden, Leute. Aber richtig viel. Oh mein Gott. Das ist ja ein Traum. Also das nehmen wir auf jeden Fall. Das ist klar. Das ist das Beste, was wir gerade haben wahrscheinlich. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier... Eine Haarnadel passt halt ganz gut zu einem Madel, ne? Also dekorativer Knoten, wahres Ki-Schutz. Bla bla bla. 1-1. Und die Haarnadel hat Willensdauer. Sehr schön. Tödlicher Angriffsschaden. Super. Wasserfarbe, Zauberwillensdauer, Steinwiderstand. Wasserfarbe haben halt keinen Zauber. Deshalb ist das nicht so das Thema. Aber der Rest gefällt mir ganz gut. Deshalb nehme ich das mal. Und auf den Kram habe ich eigentlich gerade wenig Bock, was zu ändern. Ich benutze es zu wenig. Deshalb los mal. Okay, soll jetzt zurückgehen und gegen das Volk da kämpfen, dass ich... Ich frage mich, ob wir jemals zu der Zeit zurückkehren, in der es keine Dämonen und ihr Ki gab. Ja, und ich frage mich, ob wir jemals zu der Zeit zurückgehen würden, wo intelligentes Denken bei Menschen noch belohnt wurde und nicht alles weggecancelt wurde, ne? Habe ich es hier schon mal gesagt oder habe ich das nur bei meinem Elden Ring Content gesagt? Naja, ich sag's einfach mal hier. Albert Einstein würde in der heutigen Zeit wahrscheinlich überhaupt nicht seine Sachen rausposaunen können, weil er weggecancelt würde. Ja, das ist so doof, was bist denn du so behende? Oh Gott, weil es halt ist. Das gehört halt dazu. Komm. Jawohl. Ran, ran. Geil. Funktioniert ja doch noch alles ganz gut, gell? Kurz mal weg. Zack, dass wir uns beruhigen können. Zwei besiegt. Ein paar sind noch da. Und ich würde sagen, die machen wir beim nächsten Mal. Und für heute sage ich einfach mal ein bisschen früher als sonst. Vierte.